Mit Teil 3 unserer 72. Folge, liebe Zuschauer, geht es wieder in die Ferne. Mit der Fortsetzung unserer Rundtour durch Schweden mit der Rennsteigbahn vom vergangenen Jahr. Die Reise führt uns heute von Östersund nach Porjus zum ältesten Wasserkraftwerk Schwedens. Und eine schwedische Dampflok mischt auch noch fleißig mit. Im Bahnhof von Östersund bleibt noch Zeit bis zur Bereitstellung unseres Zuges. Das nutzen natürlich alle, um einige Aufnahmen von Zügen, Lokomotiven oder auch Sonderfahrzeugen zu machen. So, nur mal zum allgemeinen Verständnis, das mit den ABBA-Texten war natürlich ein Joke, aber wir suchen jetzt danach. Wollten ja einige. Dann habe ich hier noch eine Information des Speisewagenpersonals. Aufgrund des schlechten Wetters bleibt die Terrasse heute geschlossen. Ja, also heute nur Verkauf in den Speisewagen. Die Terrasse bleibt heute während der Fahrt geschlossen. In Huting wartet schon unsere Dampflok. Es ist vom Typ eine E957. Die schwedische Dampflokomotive E war eine Lokomotive für den schweren Personenzug und Güterverkehr. Nun musste sich die alte Dame also an unseren schweren Sonderzug beweisen und zeigen, was in ihr steckt. Zur Schubunterstützung wurde unsere Nohab-Diesellok TMZ 109 angekoppelt. Gespannt warten wir auf die Ausfahrt. Nach einer kleinen Anlaufschwierigkeit hatte Daver die Bremsen nicht gelöst, ging es mit kräftigen Auspuffschlägen los.
Wir begleiten unseren Zug auf dem Landweg und haben diesen akustischen Augenschmaus eingefangen. Was heißen soll, wir überlassen jetzt das Feld den Bildern und dem Dampflok-Sound. Nach kurzer Fahrt am Store Skillsjön ist wieder eine Scheinanfahrt zur Freude der Fotografen geplant. Doch hoppla, der Weg ist das Ziel und nicht so einfach zu meistern. Und weiter schlängelt sich der Zug entlang der traumhaften Flusslandschaft des Rörströmselven. Auch diese Bilder sind wieder eine akustische Augenweide. Thank you.
Am Nachmittag klingt aus dem Salonwagen Pianomusik. Weitere Überraschung. Wir haben einen Klavierspieler an Bord, der im Salonwagen nicht nur an den Abenden für das besondere Flair sorgen wird. Vorbeiziehende Landschaft und romantische Pianomusik. Was kann es Schöneres geben? Kurzer Zwischenstopp in Wilhelmina. Und wir werden überschwänglich von Vertretern des Ortes zwei junge Damen in einem Volvo begrüßt. Diese Szene spielt sich aber 9-mal in Folge ab. Wir fahren weiter bis zum Fluss Woimann, um auf ganz ungewöhnliche Weise die Vorräte an Wasser für unsere Dampflok zu ergänzen. Der Woimann ist ein linker Nebenfluss des Ångermanälven in der schwedischen Provinz Västerbotten. Klar, dass mit diesem außergewöhnlichen Stopp es niemanden im Zug festhält. Das muss man gesehen haben. Die Dampflok mit dieser Kulisse wird umlagert wie ein Star. Wir fahren weiter Richtung Polarkreis, den wir am frühen Morgen erreichen werden. Derweil bahnt sich im Zug eine Feier an. Die Geburtstagsfeier eines Kollegen des schwedischen Teams, der Bergslagernas Järnvägssällskap. Und Tommy hat nichts geahnt. Ganz großer Bahnhof für ihn. Alles Gute zum wohlverdienten Ruhestand. Ja. Und damit du nicht aufhörst, dem Eisenbahnverein treu zu bleiben. Ach, du vorhin das Lüft doch noch. Na, ja. Denken wir dir vorsichtshalber erstmal eine Weste von der Rennsteigkurve. Na. Und natürlich auch was für die schönen Stunden. Alles Gute, vor allem Gesundheit von uns allen. Mit der anschließenden Singebewegung ganz neu definiert, an der alle im Salonwagen viel Freude hatten, ging es in die Nacht. Thank you.
Am Morgen ist es soweit, wir haben den Polarkreis erreicht. Das hieß vorher noch Wecker stellen und ganz früh aufstehen. Keiner wollte sich das Ereignis entgehen lassen, wenn zunächst auch erst auf der falschen Seite des Zuges ausgestiegen wurde. Kann in der Aufregung des Momentes schon mal passieren. Schöne Bilder gab es aber trotzdem von drüben und hüben. Die musikalische Verarbeitung dieses Momentes am Polarkreis nach dem Kopfstand unseres Pianomähen konnte sich auch hören lassen. Der nächste Halt des Zuges ist an der unmittelbar am Polarkreis gelegenen Station Jokkmokk. Hier müssen wir die Zugkreuzung eines zweiteiligen Triebwagens der Baureihe Y1 der Inlandsbahn abwarten. Die Reise auf der Inlandsbahn geht weiter dem nächsten Ziel entgegen, Porjus. Thank you.
Wir parken unseren Zug direkt vor dem ältesten Kraftwerk Schwedens, wo auch eine Besichtigung vorgesehen ist. Porjus ist eine Ortschaft der Provinz Norrbotten. Der Ort entstand im Zusammenhang mit dem Bau des hier befindlichen Wasserkraftwerkes in den Jahren 1910 bis 1915. Zwischen 1971 und 1982 entstand ein neues Kraftwerk. Dieses ist heute das drittgrößte Wasserkraftwerk der Firma Vattenfall mit einer jährlichen Leistung von 1233 Gigawattstunden. Der ursprüngliche Zweck des Wasserkraftwerkes war die Elektrifizierung der Erzbahn von Luleå nach Narvik. Das alte Kraftwerk ist heute Museum und beherbergt unter anderem ein Ausbildungsaggregat und ein Forschungsaggregat. Liebe Zuschauer, mit dem Reisebericht nach Schweden ist der dritte Teil der 72. Folge unserer Marathonsendung zu Ende. Trostpflaster für Freunde von Reiseberichten mit der Bahn. Auch in der nächsten Sendung geht es weiter durch Schweden. Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen, wünsche denen, die in den Urlaub fahren, eine gute Erholung und kommen Sie gesund wieder. Uns gibt es wieder in 4 Wochen auf gleicher Welle und Kanal. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Puttig.